Ja, ich freue mich, dass Sie alle da sind. Vielleicht so kurz zum Start. Wir werden die Fragen vielleicht sammeln am Ende, dass wir am Ende eine kurze Fragerunde machen. Ansonsten freuen wir uns ein bisschen zu berichten aus dem, was wir so in unserer täglichen Arbeit tun. Und uns der täglichen Herausforderung zu stellen, nämlich raus aus der lokalen Optimierungsfalle. Genau, wie können wir Änderungen in der T-Stacks gestalten? Dann werden wir heute einfach, damit Sie mal wissen, was so auf Sie zukommt, erstmal definieren, was ist das Problem, was verstehen wir unter lokaler Optimierungsfalle. Da hat bestimmt jeder seine eigene Vorstellung, was das sein könnte. Wir haben auch eine ganz konkret hier mal mit reingebracht und wollen dann aufzeigen, wie man da rauskommt, was ist unser Weg aus der Optimierungsfalle raus und natürlich auch, wer kann eine solche Rolle im Unternehmen überhaupt übernehmen. Okay, lokale Optimierungsfalle, was ist das eigentlich? Also jetzt stellen wir uns vor, Situation, wir haben ein Unternehmen mit vielleicht hunderten Applikationen, die alle schön vor sich hin werkeln, alle haben sie ihre Geschäftsprozesse, die irgendwie stattfinden und bearbeiten ihre Requests und prozessieren die irgendwie durch. Natürlich kommen immer wieder Änderungen in den Stack rein, man muss Sachen anpassen und dabei ist es ganz natürlich, dass jede Applikation diese Änderungen irgendwie so aufnimmt, wie sie halt für sie passt. Klar, jeder schaut natürlich, dass es für sich passt. Kann bedeuten, ich habe irgendein Datenmodell in dieser Applikation, ich habe Schnittstellen dazu und jetzt muss ich eine Schnittstelle anpassen, dann passe ich die natürlich gleich mal so an, dass ich da nicht viel tun muss, also dass es meinem Datenmodell entspricht. Natürlich vielleicht auch in der Technologie, die ich gut kann, weil mein Stack Java ist, mache ich halt SOAP und dann ist das so die Sache, genau. Oder andere Ziele könnten sein von der Applikation, ich muss die Auslastung irgendwie steuern, vielleicht habe ich zu wenig Entwickler, muss schauen, dass ich nicht zu viel Arbeit in meinen Stack reinlade oder in meine Applikation reinlade, weil ich das sonst gar nicht fertig bekommen kann. Oder ich habe zu wenig Entwickler, ich habe zu viele Entwickler, ich muss die auslasten, also schaue ich, dass ich Sachen dort mache. Könnte auch ein lokales Ziel sein, je nachdem, was die Entwicklungssituation ist. Oft sind Applikationen outgesourced, man muss Vendoren ansteuern an der Stelle, damit umgehen. Genau. Was sich dann schnell einschleicht, ist die Thematik, okay, ich bin ein Anbieter, ich muss den steuern, also schaue ich mal, dass der keine Fehler macht, der soll mir was Richtiges liefern. Vermeide also irgendwie Fehler, weil dann kriege ich ja irgendwie als Anbieter eine Strafe, also schaue ich, dass ich keine Fehler mache, sage, okay, wir definieren einfach vorher ganz genau, was da drin stehen muss, dann kann uns ja nichts mehr schief gehen, dann sind wir da sicher auf der sicheren Seite, wir haben möglichst wenig Änderungen, wir haben es genau vorher festgelegt, können wir zumindest auf dem Papier sind wir dann sauber. Andere Quelle für Fehler können sein, wenn ich überhaupt das anpassen muss, Never Change a Running System, haben wir schon gehört, schleicht sich dann schnell ein, der Spruch ist ja bekannt allgemein und dann wird es schon stimmen, oder? Haben alle Leute schon gesagt, also wenn es mal funktioniert, dann ändern wir über nichts, dann kriegen wir auch keinen Fehler rein. Naja, und dann, wenn ich an der Situation bin, dann sehe ich, okay, ich kriege meine, wenn ich mir jetzt überlegen muss, wo tue ich eine neue Funktionalität einbauen in meinen Stack, dann orientiere ich mich als Applikation natürlich immer an diesen kurzfristigen Zielen, also was halt gerade die Kriterien sind. Vielleicht muss ich mich noch mit den anderen Applikationen einigen. Klar, es gibt nicht nur mein Datenmodell, es gibt auch das Datenmodell in meiner Nachbarapplikation. Man muss vielleicht schauen, dass ich da, aushandle, wie wir das genau lösen und dann hat man eben gewissen Verhandlungen und die wird dann auch irgendwie aufwendig und dann schreibe ich das eben fest und dann habe ich das gelöst. Und wenn ich da immer nur bilateral unterwegs bin, dann kriege ich schnell Probleme, was ich mit Adressfeldlängen zum Beispiel, was ist denn eigentlich eine Adresse, wie kriege ich denn das Thema durch den Stack durch und dann habe ich mal vorne ein System, das nimmt mal 40 Zeichen auf, dann zwischendrin werden es mal 20, im Logistiksystem sind es dann wieder 30, aber wenn wir nur 20 Zeichen haben, dann ist es natürlich total schwierig, ein Paket zuzustellen, weil die Hausnummer meistens am Ende der Adresse steht und die fällt dann runter und dann kommt es halt irgendwo an, ne? Kann man sich vorstellen. Und sowas aufzuräumen ist in so einer bilateralen Verhandlungssituation quasi nicht möglich. Aber für die Applikation ist doch dann eigentlich alles cheesy, oder? Ja, kann man so sehen und letzten Endes, wie du schon sagtest, bietet das natürlich auch einige Vorteile. Ne? Also das heißt, lokale Optimierung heißt, ich kann meine Applikationen am besten auslasten. Ich kann sie
so entwickeln, wie es für mich in meiner Entwicklungsumgebung auch für mich am komfortabelsten ist. Das heißt, ich bleibe in meiner Komfortzone, schaue vielleicht noch zu meinen direkten Nachbarn, schaue aber dann nicht mehr, wenn ich noch 2, 3, 4 Systeme dahinter habe, was da eigentlich passiert und was da wichtig ist. Siehe Beispiel mit der Adresszeile. Habe dann eben akut anstehende, vermeintlich kleine Änderungen, die kostengünstig sind, in meiner Applikation für mich. Aber wenn ich dann weiterschaue, 2, 3 Applikationen weiter hinten, kann es schon sein, dass es dann dort einen größeren Aufwand gibt, um das erstmal sicherzustellen. Und durch die konkurrierenden Ziele ist es immer so, dass sozusagen der eine gegen den anderen arbeitet und dadurch werden später dann auch größere Nachteile sichtbar. Ja, Schnittstellen werden oft aufs eigene Modell angepasst und gerade dann sehen wir die Nachteile, dass wir eben sagen, wenn wir nicht end-to-end darauf achten, wie ein Prozess funktioniert von vorne bis hinten, welche Applikationen sind denn beteiligt, was sind denn die richtigen Parameter, wie möchte ich meine Services designen, dann wird es dann eben schon schwierig, dass man teilweise Schnittstellen jedes Mal anpassen muss oder um eben zum Mittel des Streckens der Zeit zwischen den Applikationen auch dazu greifen muss, dass man sagt, wir bieten Versionierung an und dann wird eben ein riesen Versionierungsschwanz aufgebaut. Das macht Sinn, ist auch wichtig, das zu tun, aber man muss dann natürlich auch irgendwann immer weiter wieder schauen, dass alles im Stack auf gewissen Technologiestandards ist und man einen homogenen Stack hat, der auch die Prozesse von vorne bis hinten prozessiert und somit auch den Gesamtkontext sieht. Ja, gutes Beispiel ist da auch immer, wenn man schaut, die Frontends sind meistens Webportale oder irgendwelche Apps, dann gibt es irgendwo eine Middleware, die irgendwas konsolidiert oder Services aus den CRM-Systemen oder Produktkatalogen abfragt, dann geht es oft in die Produktkataloge rein und dann geht es irgendwo in die Backends. Und wenn man dann eben nur die direkte Nachbarschaft betrachtet, hat man oft das Problem, dass dann im Nachgang größere Änderungen vorgenommen werden in Applikationen, die man im ersten Schritt nicht sieht. Ja, und wenn man so durchgeht, also jetzt haben wir lokale Optimierung, jede Applikation macht das, was sie möchte, wo kommen wir dann hin? Ja, ich hatte schon erwähnt, also Schnittstellenverhandlungen können dann sehr aufwendig werden plötzlich, weil jeder sich absichern möchte, ich möchte keine Fehler mehr machen. Ich kann auch ganz leicht mal so eine Datenredundanz reinbekommen. Also eine Applikation hat die Daten und die nächste sagt, ja, wir brauchen die auch, wir sind mehr verfügbar, damit wir es dann haben, brauche ich es hier schon. Und dann kriegt man ganz schnell so Systeme rein, dass man, also um die Daten dann da drüben auch noch synchron zu halten, in jedem Workflow noch so einen kleinen Synchronisierungsaufruf dahin baut und dann hat man es dahin nochmal wieder gespiegelt und dann hat man vielleicht noch eine dritte Applikation, der sitzt das nochmal und jetzt muss man diese Kombination jedes Mal verstehen und warten. Also damit holt man sich eine ganze Menge Komplexität da ins System rein. Was bedeutet hohe Komplexität? Hohe Komplexität heißt, ich muss das jedes Mal wieder verstehen, ich muss das in der Entwicklung verstehen, ich muss es aber auch im Betrieb verstehen, wenn ich die Daten wieder aufräumen muss. Natürlich habe ich auch sowas wie, ich muss die Daten natürlich auch mal speichern. Speicherplatz ist vielleicht nicht das größte Argument, wir haben ja genug Platz in der Wolke, müssen gar nicht drüber nachdenken. Aber aufgeräumt werden muss es trotzdem. Und durch diese ganze Komplexität, die sich dann aufschaukelt, komme ich irgendwann zum Stillstand. Eigentlich geht es gar nicht mehr weiter. Ich muss schauen, dass ich die kleinen Dinge noch irgendwie lösen kann und große Dinge kann ich mir eigentlich gar nicht mehr zutrauen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist vielleicht kein Problem. Warum muss ich mich überhaupt ändern? Bleibe ich doch da, wo ich bin. Never change a running system. Die Erfahrung zeigt aber, das ist nicht so. Jedes Unternehmen unterliegt dem Wandel. Spätestens durch regulatorische Änderungen müssen wir uns alle anpassen. Also da müssen wir raus. Ja, dann ist die Frage, wie kommen wir da überhaupt raus? Ja, die Frage ist genau. Der Weg aus der Optimierungsweile. Jetzt haben wir gesehen, wie das alles so funktioniert. Aus unserer Sicht müssen wir eben die Themen gesamtheitlich betrachten. Das heißt also, man muss sich verschiedene Sichten erarbeiten innerhalb der IT. Und da gibt es eben die Strategie, die Geschäftsprozesse. Es gibt einen Scope, der zu definieren ist. Es gibt Projektmanagement-Komponenten, kennt jeder von uns, unterschiedliche Liefermodelle. Es gibt die Entwicklungssicht, es gibt die Deployment-Sicht und last but not least natürlich auch der Betrieb. Denn wenn wir etwas entwickelt haben, muss es ja auch irgendjemand betreiben.
Und das ist natürlich auch immer eine ganz wichtige Sicht. Gehen wir später ein bisschen näher drauf ein. Strategische Sicht erarbeiten heißt für uns, es gibt in Unternehmen immer Ziele. Es gibt kurzfristige, man könnte es auch noch weiter aufdröseln, mittelfristige, langfristige Ziele. Wir sind bei kurzfristigen und langfristigen Zielen geblieben. Man definiert in der Regel ein Ziel. Wo möchte ich denn hin? Wo möchte ich in 2, 3, 4 Jahren sein? Was für Produkte möchte ich anbieten können? Produkte nehmen nochmal so eine spezielle Stellung ein, weil da muss man auch manchmal recht kurzfristig auf die Gegebenheiten des Marktes reagieren. Aber als kurzfristige Ziele sind oft Migrationsrichtungen, Schnittstellen und Lösungen, die man sich anschauen muss. Das heißt, wenn ein Unternehmen gerade im Aufbau ist, ist es oft so, dass man sehr schnell für einzelne Funktionalitäten eine Applikation baut, weil man sagt, ich muss da jetzt ganz schnell rein. Und dann entstehen so, ja, mal ganz schnell eben so 300, 400 Applikationen, wenn man ein relativ großes Unternehmen hat. Und wenn dann ein Unternehmen anfängt, sich zu konsolidieren, zu schauen, Wachstumsphase ist ein bisschen vorbei, wir sind jetzt in einem Markt, der sich mehr oder weniger der gesättigt ist, der sich konsolidiert, dann muss man eben überlegen, wie bekomme ich dann die Applikationen aus Kostengründen und um Synergien zu nutzen, auf ein gesundes Maß, was ich einmal administrieren kann, wo ich dann auch die Entwicklung vielleicht konsolidieren kann. Und muss aber trotzdem auch noch in der Lage sein, eben immer schnelle Geschäftsfelder akquirieren zu können. Ja, das macht man dann oft heute mit einem Beta-Approach, wo man sich eben neben seinem Stack, der da so heute schon funktioniert und alle Geschäftslogik abbildet, was Kleines hinstellt, was dann erstmal als Beta-Approach funktioniert. Und dann kann man sehen, entwickelt sich das Produkt ja oder nein. Und kann dann auch relativ kostengünstig immer mal wieder einen Testballon starten, ob das gut funktioniert oder nicht. Langfristige Ziele sind eben, wie gesagt, das Thema Vereinheitlichung und Konsolidierung. Man versucht eben auch Kosten zu sparen, denn in vielen großen Unternehmen ist es so, dass es Applikationsteams gibt und Applikationsteams sind aufgestellt in der Regel auf ein, vielleicht 2 oder 3 Applikationen, je nach Größe, die dann dort entwickeln. Und es bindet natürlich auch Kapital, von daher versucht man zu konsolidieren und zu schauen, dass man Applikationen, dass man Services und Dienste verringern kann, beziehungsweise eben konsolidieren kann. Und man muss dann natürlich auch Konzepte ausarbeiten, wie macht man sowas, wie kriege ich das hin und wie manage ich dann auch Lebenszyklen, weil Lebenszyklen von Applikationen bedeutet meistens auch, dass dort Migrationen dabei sind. Migrationen müssen sauber geplant werden, weil die führen oft zu Dateninkonsistenzen, wenn man es nicht sauber macht. Von daher ist das auch ein wichtiger Punkt. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, man sollte auch sich immer einen Blick über die Unternehmensstrategie verschaffen. Wie schaut der Markt aus, in dem ich gerade arbeite? Was für Innovationstreiber gibt es? Und muss natürlich schauen, dass ich meinen Stack, den ich dort entwickle, auf die Zukunft auch ausrichte und mich mit neuen Technologien beschäftigen, um eben sicherzustellen, dass ich auch noch morgen die Bedürfnisse des Marktes bedienen kann und das Ganze zeitlich ins Verhältnis setzen. Und dann wird es eine Roadmap und damit kann man dann wiederum kurzfristige und langfristige Ziele aufzeigen. Jetzt hoffe ich, dass wir die Strategie verstanden haben. Das ist natürlich immer eine Arbeit, die sich zu erarbeiten und da reinzukommen. Aber es ist nicht die einzige Sicht, die wir brauchen, um zu verstehen, was wir tun müssen. Wir müssen auch verstehen, was sind eigentlich die Geschäftsprozesse. Also was passiert im Unternehmen, was schafft mir den Wert. Das bringt mir auch ganz schnell die Möglichkeit, Dinge zu strukturieren. Erstmal, wenn ich sage, ich bin ein Unternehmen, heißt, ich verkaufe irgendein Produkt an irgendeinem Markt erstmal und dann kann ich erstmal mir diesen Prozess anschauen. Also ich fange mal an, ich habe einen potenziellen Kunden identifiziert. Irgendwie, Sie sehen so aus, Sie könnten vielleicht mein Produkt kaufen und dann haben wir schon ein Lead. Schau, hab Sie angeschaut, schon, Sie haben zurückgelächelt, schon könnte ich mir vielleicht trauen, Sie anzusprechen, ob Sie mich kaufen wollen. Kann ich Ihnen also was anbieten und dann vielleicht bestellen Sie, dann wird es irgendwann eine Rechnung geben. Zwischendrin sollte ich Ihnen auch was liefern, haben wir irgendwie auf der Folie vergessen, kommt aber. Und dann gibt es natürlich auch eine Bezahlung oder es kann auch mal sein, dass man vorher bezahlt, je nachdem, wie der Prozess eben ist. Aber so eine Geschäftsprozesssicht gibt mir erstmal einen Blick über, was passiert eigentlich im Unternehmen
Die kann ich mir neu schaffen, wenn es die noch nicht gibt. Vielleicht gibt es die auch schon, da gibt es irgendwelche Strukturen. Dann ist es wichtig, dass ich die Leute finde, die diese Sicht schon haben und mit denen den Kontakt aufnehme, dass ich das auch verstehen kann und dann auch die Sprache spreche, mit dem ich den kennenlerne. Genau. Wenn ich jetzt vorne ansetze in dieser Kette, muss ich natürlich die Vermarktungsstrategie verstehen. Ich habe vielleicht ein neues Produkt, da muss ich überlegen, welche Kunden möchte ich damit ansprechen. Zum einen welche Kunden, aber auch vielleicht über welche Kanäle möchte ich die Kunden ansprechen. Möchte ich jetzt eher über Brief oder eher über Push-Benachrichtigungen in der App gehen oder habe ich irgendwelche Facebook-Kampagnen, alle möglichen Wege zum Kunden, die da sein können. Und dann sehen wir ganz schnell schon, wie ein klassisches Gesetz in Kraft trifft, Conway's Law, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und Conway's Law sagt, dass Organisationen, die Systeme bauen, IT-Systeme bauen, dass sich die ihre IT-Strukturen danach ausrichten werden, wie auch die Kommunikationsstrukturen im Unternehmen sind. Und dann ergibt sich durch sowas, wie ich es gerade genannt habe, wie mit den verschiedenen Kundensegmenten, verschiedenen Kanälen, meistens ganz schnell so eine Struktur, wo man hier verschiedene Applikationen für die verschiedenen Kanäle hat. Meistens kommt man dann drauf, ja, man könnte das irgendwie bündeln, die machen ja ähnliche Sachen, dann kriegt man so einen Layer dazwischen, wo man sagt, okay, darüber können wir die Sachen zusammenlegen und dann fangen dahinter meistens CM- und Workflow-Systeme an, wo ich irgendwelche Workflows habe, die dann hinterher auch in die hier nicht sichtbaren Fulfillment-Systeme reingehen. Also so entsteht ganz schnell ein erstes Bild von einem Stack. Genau, und ich muss verstehen, wer ist an diesen Geschäftsprozessen beteiligt. Das können ganz verschiedene Stakeholder sein, das sind natürlich die Fachbereiche, die das Produkt machen wollen, aber es können auch ganz andere Fachbereiche sein, vielleicht hat das irgendwelche Legal-Auswirkungen oder Finance muss irgendwie schauen, wie die Prozesse da richtig bewertet werden. Ich habe natürlich die ganzen Entwicklungen von den ganzen Anwendungen, die an dem Flow beteiligt sind. Auf keinen Fall sollte ich vergessen, dass ich den Betrieb habe. Und sicherlich noch viele weitere, da muss man also die Augen offen halten, Konzernsicherheit, dass man da nichts verpasst. Genau, die muss ich verstehen, mit dem muss ich sprechen. Wenn ich diese Dinge alle analysiert habe, dann, oder jetzt sammle ich so die Anforderungen von den Fachseiten auf, von den Geschäftsprozessen, dann komme ich, zumindest wenn ich einen klassischen, ja, Wasserfall oder Rational Unified Process habe, wo ich erstmal nachdenke und dann später irgendwann konzertiert handle für möglichst hohen Durchsatz, komme ich ganz schnell in das Problem, ich fasse erstmal alle Anforderungen zusammen, überlege mir, wie muss die Lösung dazu aussehen, wo platziere ich die Sachen in den Stack, dass es nicht nur applikationsspezifisch, sondern allgemeingültig ist, also auch aus einer großen Sicht Sinn macht und dann habe ich alles geplant und dann merke ich, schätze ich den Aufwand und ich merke, scheiße, das passt gar nicht alles da rein. Ich kriege das gar nicht in der Phase umgesetzt, ich werde nicht fertig werden. Fertig werden ist eisernes Gesetz bei uns, da kommen wir nicht dran vorbei. Das heißt, wir müssen dann schauen, wie kriegen wir das geschnitten. Und da haben wir aus Erfahrungen auch entwickelt, das agile Scope-Management, sich zu überlegen, ich habe zwar die Anforderungen, aber ich teile sie auch auf in User-Stories, in Scheiben, quasi vorgesetzte Schnittstellen, wo ich meine Anforderungen wieder zerbrechen kann, sodass ich hinterher sagen kann, okay, wenn nicht alles reinpasst, dann kann ich doch zumindest schnell Szenarien bauen, wo ich sage, okay, wir können vielleicht das blaue Teil weglassen oder den grauen Teil hier weglassen, aber insgesamt finde ich ein Szenario, wo ich bis zu der Kapazität, die ich eben habe in dem Bereich, die Lösung auch bauen kann, ohne dass ich nochmal neu analysieren muss, wie setze ich es denn neu zusammen. Genau. Das ist das agile Scope-Management. Passt eigentlich wunderbar zum nächsten Thema. Wie kommen wir rein ins Projektmanagement? Ja, also dort haben wir eben auch das Thema Scope-Management. Es gibt ja immer wieder das Thema, dass viele Anforderer gerne, wir sagen immer, die eierlegende Wollmilchsau hätten. Und im Scope-Management ist es dann eben so, dass man erstmal schauen muss, was können wir denn auch in der Zeit und mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen überhaupt machen. Und von daher ist es eben auch immer ganz wichtig zu gucken, passt Zeit und Scope ins Verhältnis rein, eine Work-Breakdown-Structure zu schaffen, die auch wichtig ist, um zu gucken, wenn ich mehrere Zyklen benötige, um ein Produkt final zu launchen,
ist es oft so, dass man auch gucken muss, wie schneide ich das wunderbar. Und da hat Jonathan eben im Vorfeld schon erklärt, für agile Methodik kann man dort das agile Scope-Management anwenden. Im Wasserfall gibt es dann Analysephasen, wo man eben analysiert, was kriege ich rein, was ist denn möglich. Und man muss natürlich immer im Auge behalten, wie schaut denn mein Endprodukt auch aus? Man kann sich da auch schnell verlieren. Von daher ist es eben auch immer sehr wichtig, einen Plan zu haben und auch Meilensteine zu definieren. Was auch ganz wichtig ist, haben wir gelernt, ist eben das Stakeholder-Management. Sehr viel läuft in großen Unternehmen auch über Kommunikation, dadurch, dass wir eben eine sehr große Arbeitsteilung haben und wir sehr viele Fachexperten haben, muss man natürlich immer schauen, was möchte mein Anforderer, welche Abhängigkeiten habe ich dazu, wie kriege ich die Anforderungen vom Betrieb mit den Anforderungen vom Marketing überein. Dann muss man oft auch Übersetzungsleistung tätigen. Das heißt, wenn mir ein Kollege aus dem Marketing seine Idee erzählt, heißt es noch lange nicht, dass das mein Analyst oder mein Programmierer auch sofort versteht. Da findet also immer auch so ein kleines bisschen eine Transformation statt. Was wichtig ist, ist auch, dass man Lösungen sozialisiert. Das heißt also, wenn man sich denn entschieden hat in den Gesprächen, welchen Weg man gehen will, muss man sehr oft auch die Leute mitnehmen und überzeugen. Weil ansonsten, wenn ich zu viele konkurrierende Ziele habe oder Stakeholder, die auch andere Ideen haben und nicht überzeugt sind, dann kann immer mein Projekt noch scheitern. Wichtig ist es, dass man auch eben Ansprechpartner hat, dass man weiß, okay, mit diesen Leuten muss ich sprechen, um auch mein Projekt realisieren zu können. Ja, dann braucht man natürlich immer noch jemanden, der ein Lösungskonzept auch entwirft. Das heißt also, der die Anforderungen von der Fachseite und dann die technischen Möglichkeiten versteht und auch nutzen kann, um dort eine Lösung zu bauen und auch abzustimmen. Und der natürlich auch sagt, wenn wir Möglichkeiten haben und wir haben oft mehrere Möglichkeiten, die Entscheidung auch sucht und auch die Entscheidungsfindung sucht, der dann weiß, wer zusammengebracht werden muss, um Entscheidungen zu treffen. Und dann muss man den ganzen Spaß natürlich auch einmal sauber dokumentieren, ja, weil man muss natürlich auch sicherstellen, dass man zum einen, dass also jeder in der Lage ist, zu verstehen, wie sieht die Lösung aus, und dass man natürlich auch sagen kann, warum habe ich mich denn für diese Lösung heute so entschieden. Denn in der Regel ist es so, kennt glaube ich auch jeder, man hat immer zwei, drei verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu lösen. Da gibt es oft dann die teure, dann gibt es die mittlere und dann gibt es die ganz günstige. Dann wird dann oft noch eine zeitliche Komponente mit reingebracht und wenn wir dann noch ein Ressourcenthema dazu haben, dann wird das Ganze oft immer ein sehr interessanter Mix, um aber eben zu verstehen und zu wissen, warum man sich so entschieden hat, um später vielleicht Änderungen vorzunehmen, ist es wichtig, dass es auch sauber dokumentiert wird. Genau. Wie bringe ich jetzt meine Änderungen in die Entwicklung? Da haben wir ganz viele Aspekte gefunden, die ich hier eigentlich verstehen muss, um die Entwicklung zu verstehen. Das erste, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das hier vorne haben, ist nämlich die Schätzung der Aufwände. Das sollte die Entwicklung selber tun, sonst geht das ganz schnell in die Hose. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man mal vorab schätzen muss, was könnte es denn bedeuten, vergleichen, welche Option ist denn gangbarer, wie kann man da nach vorne gehen. Also das Thema Aufwände ist ein ganz zentrales für die Entwicklung, mit dem man immer wieder sich abarbeitet. Stimmt das? Kann man das schätzen? Hat man alles gesehen? Hat man die Anforderungen gesehen? Wie kriegt man das zusammen? Ja, und auch ein wichtiger Bestandteil, ne? Denn das Management in den Unternehmen möchte ja immer gern wissen, was ist denn mein Benefit-to-Cost-Ratio und wie viel bekomme ich denn dafür, was ich da investiere? Und da ist oft immer die Frage, ja, was kostet mich das denn? Ne? Von daher immer ganz wichtiger Aspekt. Genau, natürlich haben wir auch, jetzt haben wir diese vielen Applikationen, die verfallen natürlich auch langsam. Das heißt, ich muss mich um diese Landschaft der Applikationen auch erstmal prinzipiell kümmern, dass die sich weiterentwickeln kann, dass die effizient arbeiten kann. Das kann ganz verschiedene Sachen sein. Das kann sein, dass ich mal eine Sache irgendwo ausprobiere und dann als Blueprint mal in anderen Applikationen das Wissen weiterverteile. Oder es kann sein, dass ich zentrales Tooling habe, wo ich Requirements oder Lösungsdokumente ablegen kann, damit ich die wieder finden kann, damit ich verstehe, dieses Wissen behalte, wie funktionieren meine komplexen Workflows. Kann aber auch sein, dass ich Infrastruktur haben muss, um die Entwicklung zu ermöglichen oder auch den Lieferprozess zu ermöglichen.
Genau, wichtig sind natürlich auch immer die Technologiestandards. Auf welche Technologie möchte ich denn aufbauen? Ist es das Mehrschichtenmodell oder gehe ich hier mehr in Richtung Message und Broker? Je nach Anforderung ist das immer auch so ein Grad. Also das eine ist, mit welcher Methodik möchte ich das machen? Das andere ist, auf welche Technologie möchte ich zukünftig setzen? Deswegen ist das auch immer sehr wichtig zu schauen. Genau, ganz zentral in der Mitte für uns das Thema technische Schulden. Man kann es leider nicht so genau lesen, aber geht zurück auf Martin Fowler. Einfach das Konzept, ich mache, um einen Schritt schnell zu machen, gehe ich in der Regel irgendwelche langfristigen Kosten ein. Im schlimmsten Fall passiert, ist mir das gar nicht bewusst. Dann habe ich wirklich quasi Geld versenkt. Hoffentlich wird das irgendwie sichtbar zumindest. Dann kann ich es beplanen und mir überlegen, wo baue ich das ein. Also hier total wichtig, technische Schulden sich bewusst zu machen und immer nach vorne zu bringen, wird gerne verschwiegen, gerne unter den Tisch gekehrt. Ja, das ist ja oft auch mal auch ein Punkt, um da nochmal kurz einzuhaken. Ist ja immer die Frage für die Unternehmen, wie schnell kann ich denn auf die Anforderungen des Marktes reagieren? Ne? Wenn jetzt mein Konkurrent ganz schnell ein neues Produkt launcht und man merkt, es geht wunderbar wie geschnitten Brot, dann muss ich oft schnell reagieren. Und um schnell reagieren zu können, gehe ich dann in der Regel auf technische Schulden ein. Also es ist meistens nicht hausgemacht, sondern es ist oft dem Zeitdruck geschuldet und dann muss man eben sagen, ich nehme dieses Risiko. Richtig, ich kann halt nicht immer das schnell machen, weil wenn ich die technischen Schulden eingegangen bin, dann werde ich beim nächsten Mal nicht mehr schnell sein. Richtig. Das ist immer die Krux dabei. Genau, kennen Sie das Bild hier, den Dash-Button von Amazon? Ein Beispiel dafür, wie ich mit minimaler Information eine Aktion auslösen kann. Auch hier ist immer wichtig, sich klar zu machen, welche Informationen liegen eigentlich vor. Brauche ich die wirklich alle, die ich da einsammle? Spätestens die Datenschutzgrundverordnung sollte uns daran erinnern, aber es gibt auch gute andere Gründe, sich zu überlegen, welche Daten will ich denn aufnehmen? Wie will ich sie durch meinen Stack fließen lassen? Wer soll der Master sein? Wo will ich neue Funktionen in den Stack platzieren? Wie setzt sich das zusammen? Genau. Ja, und wie wir es auch vorhin schon angesprochen haben, Dokumentation ist sehr wichtig, um zu verstehen. Das heißt, man nutzt hier Software, die einen in die Lage versetzt, zu verstehen, was ist passiert, wo stehe ich heute und natürlich dann auch die Dokumentation, wo möchte ich hin, dass man auch die Projekte sauber dokumentiert, um zu verstehen, was ist denn da eigentlich passiert. Klar, und ich muss mir merken, wie funktioniert mein Stack überhaupt. Ich muss dieses Wissen managen, zum Beispiel auch mit Architekturmanagement-Tools. Hübsches Startup, was wir da jetzt ausprobieren wollen, ist LinaX. Gerne mal reinschauen oder auch der Klassiker Enterprise Architect. Dann ein sehr spannendes Thema ist das Thema flexible Interfaces. Also wir hatten ja genannt, wie haben diese Applikationen in unserem Stack. Jetzt haben wir Änderungen, wie wirken die sich aus. Da muss ich doch sehr darauf achten, dass ich von diesen zähen Interface-Verhandlungen loskomme. Dass ich es möglichst einfach möglich mache, Änderungen auch durch die verschiedenen Schnittstellen durchzubringen, indem ich zum Beispiel Consumer habe, die mit neuen Feldern umgehen können, die sie nicht verstehen müssen, dass ich ja möglichst lose Kopplung habe, möglichst auf auch Technologien setze, die jetzt nicht für harte Kopplung stehen, vielleicht mal von SOAP weggehe, mal REST einsetze, um mich da ein bisschen zu lösen. Genau. Wenn ich jetzt das Entwicklungsthema in der Hand habe, also wir sehen, da ist schon eine ganze Menge dahinter, dann muss natürlich das Ding irgendwie auf Produktion. Ich habe vielleicht das in meiner Versionskontrolle oben drin, hoffentlich auch schon mal agil getestet mit dem CI-System. Jetzt habe ich die wilde Situation auf Produktion. Wie kriege ich das jetzt dahin? Da ist ganz oft die Story, das weiß ich gar nicht, wie das geht. Oder das weiß immer der Luca, der macht das immer. Dann kann ich den fragen. Und wenn der nicht da ist, dann gibt es vielleicht noch den anderen, der sich dann hinstottern kann und mit ein bisschen problematisch da hinkommt. Und wenn man an der Stelle ist, dann hat man eigentlich seinen Lieferprozess schon verloren. Und um das wieder in den Griff zu bekommen, kenne ihn, dokumentieren, ist so der erste Schritt. Also Dokumentation so im Sinne von, ich schreibe es auf, damit es später jemand liest. Nicht nur, ich schreibe es auf, damit es weg ist. Dokumentation hat aber auch noch oft den Haken, dass ich da einfach hängen bleibe. Die wichtigen Stellen, die dann in der heißen Release-Nacht passieren, werden dann doch nicht in der Dokumentation nachgetragen. Dann geht es also auch nicht. Und um das reproduzierbar zu machen, gibt es eigentlich nur einen Weg nach vorne, das ist das zu automatisieren. Wenn ich das automatisiert habe, dann weiß ich, es funktioniert wirklich so, wie es gemacht ist. Ich habe dann auch wirklich den gleichen Schritt auf der Testumgebung.
wie auf Produktion. Natürlich muss ich auch die Environments entsprechend managen, dass ich da nicht reinlaufe und ach ja, das haben wir auf Produktion so händisch mal kurz gefrickelt und im Testsystem nicht nachgezogen, dann kann man das natürlich auch wieder rauslaufen. Aber durch die Automatisierung kriege ich eben Reproduzierbarkeit, Testbarkeit, ich kann es auf, genau. Dann sollte ich irgendwie mal schauen, kriege ich denn meine Daten weg von meiner Geschäftslogik, auch ein Klassiker irgendwie, klarer Enablement dann auch, um später, wenn man, falls man mal Hochverfügbarkeit erreichen möchte, dass man ein Blau-Green-Deployment erreichen kann, dazu sollte ich das mal auseinandergezogen haben, damit ich dann auch versioniert zum einen die Datenbankänderungen als auch die Geschäftslogikänderungen alternierend ausrollen kann. Genau, natürlich kann ich die modernen Themen alle nutzen. Will ich in die Cloud gehen? Muss mir überlegen, kann ich das, will ich das nicht? Wie kann ich meine Applikationen trennen? Setze ich auf Virtualisierung, setze ich auf Container oder verstehe ich meine Prozesse so gut, dass ich das vielleicht auch gar nicht brauche? Dann geht es vielleicht auch anders, aber da muss man seinen Weg finden. Und das Schöne bei der Cloud-Technologie ist ja auch, dass viel von den Methoden auch in Private Clouds oder im eigenen Stack nutzbar ist. Oder es gibt ja auch hybride Ansätze, wo ich dann mal pro Anwendungsfall überlegen kann, auf welche Lösung möchte ich denn setzen. Möchte ich es in die Cloud schicken oder möchte ich es vielleicht doch lieber selbst betreiben. Genau. Und wenn ich das einigermaßen standardisiert bekomme, dann kann ich meinen Installationsbereich auch wieder in den Griff bekommen. Ja, jetzt haben wir es auf Produktion. Hoffentlich hat der Lukas hier richtig hingebracht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was, glaube ich, auch immer sehr wichtig ist und heiß diskutiert ist. Und zwar erfolgreich mit dem Betrieb zusammenarbeiten. Ja, dieser Kollege ist des Nachtens aufgeweckt worden von seinem Betriebskollegen, weil die Installation nicht geklappt hat. Ich glaube, das kennen relativ viele. Die Automatisierung bringt uns natürlich auch immer wieder an Bereiche und an Momente, wo bestimmte Faktoren einfach dafür Sorge tragen, dass das nicht so funktioniert, wie man sich das oft vorstellt. Im klassischen Ansatz, im Wasserfallansatz, ist es ja oft so, dass man noch mit Release-Downtimes oft arbeitet, dass dann ein ganzer Stack runtergefahren wird, das dann installiert wird auf mehreren Applikationen und dann wird der Stack wieder hochgefahren. Ist nicht mehr ganz zeitgemäß, ist aber doch in vielen Unternehmen zum Teil noch der Fall. Und darum ist es halt eben auch so, dass solche Szenarien heute immer noch auftreten. Und dass dann die Kollegen im Betrieb sich auch mal die ein oder andere Nacht um die Ohren schlagen müssen, bis dann der Stack wieder funktioniert und alles läuft. Deswegen ist es hier auch sehr wichtig, wir haben ja schon sehr oft auch das Thema Dokumentation und Kommunikation erwähnt, dass Release Notes geschrieben werden, dass die Änderungen mit den Kollegen besprochen werden, dass die Kollegen informiert werden, was wird denn da installiert, welche Auswirkungen hat das. Was sehr, sehr gerne vergessen wird, man schaut sehr oft in die Good Cases rein und sagt, hey, das muss so funktionieren und wenn es nicht funktioniert, hat keiner überlegt, was könnte denn alles schiefgehen. Ja, also das wäre auch immer ein wichtiger Punkt, da nochmal genauer reinzugucken, um eben nicht nur die Good Cases zu betrachten, sondern auch zu schauen, was kann alles schiefgehen, warum könnte es schiefgehen, um auch schnell fixen zu können. Schulungen sind auch mal ganz wichtig, das heißt, wenn man neue Technologien einführt, dass man auch mit dem Betrieb über neue Technologien schon im Vorab spricht, die Risiken und die Chancen bespricht, da sind wir wieder beim Thema Sozialisieren. Immer wichtig, dass man sehr viel mit den Kollegen spricht, sich abstimmt, damit man eben vor Überraschungen so gut es geht geschützt ist. Es ist natürlich nichts zu 100% absicherbar, aber doch sehr viel erklärbar. Und ja, der Betrieb wird oft, wie soll ich sagen, ausgelagert oder vernachlässigt. Da sind wir eigentlich immer dran, dass wir möglichst früh da schauen, dass wir die, gerade wenn wir mit der Applikation zusammenarbeiten, dass wir möglichst früh auf den Betrieb zugehen, die kennenlernen, vielleicht mal auch essen gehen mit denen, um sie wirklich kennenzulernen, weil mit denen sitzt man ja in der Nacht zusammen und das muss funktionieren. Und das, wenn die verstehen, was da passiert, was da an Prozess, was hat man, wo liegen die Daten, welche Tabelle kann ich nachschauen, was kann ich da machen, dann kann man sich so viel Stress und Schwierigkeiten ersparen einfach. Das ist einfach wahnsinnig
wichtig und wohl investierte Zeit und genau. Genau, so viel im konventionellen Modell. Natürlich kann man sich auch überlegen, wie kann ich das zukünftig besser gestalten. Da ist das Thema DevOps oder auch Agile DevOps ein Ansatz, um eben zu sagen, derjenige, der auch programmiert, der muss es dann letzten Endes auch betreiben, weil er am besten weiß, wo sind denn die Fallstricke, was habe ich denn da eingebaut. Ich glaube, viele Unternehmen sind derzeit auch dabei, sich mit solchen Konzepten zu beschäftigen, die auch aufzubauen. Und ich sage mal so, wir haben da bis jetzt noch nicht so viele Erfahrungswerte gesammelt, aber wir glauben schon, dass wenn der Entwickler auch die Operations betreibt, er besser weiß, was da passiert, als wenn das jemand anderes macht, der keine Ahnung hat. Ja. Ich sehe da schon ein. Ist nicht so? Gut. genau, also für uns eben, wie gesagt, Kommunikation in dem Fall trotzdem wichtig, egal welches Konzept, um eben Fehler zu vermeiden und Dateninkonsistenzen, die daraus resultieren. Manuelle Workarounds, die dann manchmal auch zu Standardprozessen werden und nie wieder ausgebaut werden, Stichwort technische Schulden. Und um das zu vermeiden, sollte man hier im Idealfall viel kommunizieren. Ja, und wer macht das im Unternehmen? Haben Sie so jemanden bei sich, der diese ganzen Sichten konsolidieren kann, der das Ganze zusammensetzt? Wer macht sowas? Ja, wir glauben, der Architekt macht sowas. Genau, also dessen Aufgabe ist es, die Themen end zu Ende ganzheitlich zu betrachten, die verschiedenen Sichtweisen auf das Thema zu bekommen. Bildet sich eine Meinung und arbeitet eben mit den Stakeholdern zusammen, versucht alle Themen zusammenzubekommen und eine Sicht zu erarbeiten. Ja, er muss auch die Rahmenbedingungen für die Entwicklung gestalten, schauen, dass die Applikationen gut arbeiten können, sich gut weiterentwickeln können. Ja, gibt Indikationen für Aufwände, was muss getan werden, wie viel Aufwand ist das, damit man auch eine Kostenschätzung und Planung machen kann. Genau, er kann helfen, die Umsetzung in lieferbare Einheiten zu schneiden, zu entscheiden, was in welchen Release kommen kann. Welcher Scope, genau, und macht auch einen Vorschlag zur Liefermethode, je nachdem. Heute sind ja viele Liefermethoden noch im Einsatz. Thema Wasserfall, man hat hybride Lösungsmethoden, man hat agil Scrum. Also es ist da immer so ein Mix, ne, aus vielen Möglichkeiten. Ja, und er stimmt die Lösung ab mit den verschiedenen Stakeholdern und dokumentiert die Lösung. Genau. Wie macht er das? Und da muss er eben auf Kommunikation setzen. Kommunikation als Mittel der lokalen Optimierungsfalle zu entgehen. Warum eigentlich? Ja, eben um die Optimierung auf Applikationsebene nicht auf Kosten anderer Applikationen zu machen, um sich eben abzustimmen und dafür zu sorgen, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern jeder auch über diesen Tellerrand hinausschaut. Genau, um den Gesamtkontext sichtbar zu machen, um zu sehen, fange ich mir irgendwo Abhängigkeiten ein, die ich vielleicht gar nicht brauche, die ich vermeiden kann, dass ich nicht diese Datenreplikation zwischen den verschiedenen Applikationen zum Beispiel steuern muss. Genau, um Kosten und Ressourcen effizient nutzen zu können. Denn wenn ich eine erste Indikation habe, was kostet mich der Spaß und wie viel Aufwand ist es denn, dann kann ich auch schon anfangen zu planen und meine Applikationen im Idealfall ideal und kostengünstig auslasten. Genau, um natürlich die Lieferungen abzustimmen, Stichwort Minimal Viable Product, also was kann ich schon, mit welcher kleinen Änderung kann ich schon in den Markt gehen und um das zu koordinieren. Ja, und natürlich auch um die größtmögliche Flexibilität im Stack gewährleisten zu können, um schnell auf neue Anforderungen für neue Produkte reagieren zu können und eben auch optimale Lösungen zu finden. Genau, und zusammenfassend einfach um die IT-Architektur an die Unternehmensstrategie auszurichten und schlagkräftig zu bleiben. Genau. Ja, und darum ist es erforderlich, der kommunikationsstarke Architektur der Zukunft zu gestalten. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier mit der Kommunikation funktioniert. Kommunikation nach Jean Abraham besteht darin, den Zuhörer zu verstehen. Deswegen sind wir jetzt ganz gespannt zu hören, was denn eigentlich bei Ihnen angekommen ist, ob wir das getroffen haben, was Sie interessiert, ob da was dabei war, wo Sie Fragen dazu vielleicht haben.
und stehen euch gerne dafür zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also wir haben auch ein Mikrofon, was wir auch rumgeben können, wenn Fragen kommen. Ja, ich habe noch eine Frage zu den Aufwänden insbesondere. Wenn man bei Änderungen, bei lokalen Änderungen immer darauf achtet, dass keine technischen Schulden dabei entstehen und vielleicht noch sogar, wenn man merkt in der Umgebung, da ist etwas hässlich umgesetzt, da passen die Strukturen nicht, sind nicht flexibel genug, dann muss man ja eigentlich in einem größeren Rahmen, im größeren Scope was ändern, als was vielleicht die Unternehmungsleitung sich so vorstellt. Und dann muss man auch vermitteln, dass deutlich höhere Aufwände entstehen, indem man vermeidet, weitere technische Schulden entstehen zu lassen. Also man muss da nach ganz oben hin kommunizieren und das ist manchmal, glaube ich, nicht so einfach, gerade wenn es schnell gehen muss, wenn es nicht so teuer sein soll. Und wie geht ihr damit dann um mit solchen Problemen? Ja, sehr schöne Frage. Du kannst gleich, ich reiche dir gleich das Mikrofon. Aus der Erfahrung heraus haben wir natürlich auch solche Themen schon öfter gehabt. Und es ist in der Tat ein bisschen schwierig, gerade wenn es ein lokales Thema ist, was dann aber auch sich global auf so einen Stack auswirkt. Wir versuchen das so zu mitigieren, indem wir versuchen, die Zukunftsprojekte oft auch zu nutzen, um technische Schulden, wenn sie denn da sind, auch wieder zu mitigieren. Das kann, wenn es eine relativ kleine Schuld ist, manchmal sehr gut gelingen. Wenn es eine relativ große Schuld ist, dann ist es so, dass man den ganz transparent spielen muss, diesen Punkt, und muss dann dort auch die Eskalationsleiter nutzen und dann auch bis zum technischen Vorstand hoch und sagen, also wenn wir jetzt hier nichts machen, dann wirst du im Nachgang noch weitere Schulden aufbauen. Und dann muss entschieden werden, wie man das möchte. Ne? Also man kann ja auch bewusst sich dafür entscheiden, um zu sagen, okay, ich habe hier so einen positiven Business Case, ich muss das unbedingt tun, aber dann weiß ich beim nächsten Mal oder bei der nächsten Änderung muss da was gemacht werden, ansonsten wird mein Problem immer größer. Da hilft auch einfach nur kommunizieren, transparent aufbereiten. Anders wird es nicht, aus meiner Sicht zumindest. Ja. Nee, also das kann man von verschiedenen Seiten eigentlich lösen. Also zum einen muss man natürlich die verschiedenen Stakeholder zusammenbringen. Wie ist das mit der Entwicklung? Die kann vielleicht manche Dinge einfach mal machen, dann sind die Aufwände lokal ein bisschen höher, also auch beim Clean Campground. Das Thema aber natürlich auch die Frage, so ein Architekt braucht ein Standing, er muss da stehen können und auch vom Management gehört werden. Wenn man das ernst nimmt, dass man diese Koordinationsleistung haben möchte und nicht in der lokalen Optimierungsfalle sitzt, dann braucht man auch entsprechende Befugnis, Dinge in die Hand zu nehmen und eigentlich bräuchte man auch ein Budget, ne, sowas zu tun, das könnte man da diskutieren. Aber zumindest muss Transparenz geschaffen werden und das berät man oft an der Stelle einfach, dass man handelt dadurch, dass man Transparenz schafft, klar macht, was sind die Auswirkungen von dem, was da passiert und so müsste man das eigentlich an der Stelle auch tun. Okay. Da ist noch eine Frage. Ja, das geht ein bisschen weiter in dem Thema. In speziell KPI-getriebenen Organisationen, da heißt es schnelle Features und Performance, Verfügbarkeit, all diese Themen. Der Unterbau, die Infrastruktur oder die Architektur ist quasi in KPIs nie richtig hinterlegt. Deswegen ist dieser Kommunikationspfad, den Sie da oft aufzeigen, ein Parallelpfad, der in Stresssituationen dann doch wieder vergessen wird. Haben Sie Erfahrungen, Ideen, wie denn solche Architekturergebnisse oder Leistungen in Form von Performance-Indikatoren festgehalten werden können? Also das Thema Performance-Indikatoren beißt sich in der Tat oft immer mit den Architekturzielen. Also ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie man das bei der Telefonica jetzt macht. Also wir sind da gerade dabei, dass wir das auch identifiziert haben, dass wir auch einige technische Schulden eingegangen sind. Und wir begegnen dem Problem jetzt, dass wir sagen, wir bauen keine weiteren technischen Schulden ein. Also es gibt keine Workarounds mehr. Und es gibt bei uns derzeit auch Budget, was allokiert ist, um diese Themen anzugehen.
Und wir versuchen jetzt sukzessive solche Themen heraus zu evolutionieren. Ja. Das ist unser Ansatz, um dem zu begegnen, weil der normale Produktentwicklungsprozess wird weiter KPI-getrieben sein. Aber wenn man parallel sich noch einen Raum schafft, wo man dann eben sagt, okay, hier gucke ich jetzt auch nicht genau auf den KPI, sondern ich nehme mir jetzt von den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, x Prozent weg und schaue, dass ich meine technischen Schulden mitigiere, dann kann das funktionieren. Also das Thema Messbarkeit finde ich da total spannend. Die Fragestellung ist für mich nicht abschließend beantwortbar. Ich denke, es braucht auch ein Management, was bereit ist, über KPIs hinauszuschauen und sich zu überlegen, auch wenn ich jetzt meine KPIs an die Wand fahre, streng genommen, komme ich denn da noch, erreiche ich denn noch das, was ich haben möchte? Und dazu muss man eben auch transparent einfach die Auswirkungen von so einem KPI-Modell dann auch spielen. Das wär mein Ansatz an der Stelle. Genau. Ja, gibt's noch eine Frage? Ich denke, dass an der Stelle irgendwie man so eine ein bisschen betriebswirtschaftliche Sicht sich da angewöhnen kann. Also wenn man auf KPIs guckt, und also ein Finanzvorstand würde ja nie nur seine Gewinn- und Verlustrechnung angucken. Der würde seine Bilanz angucken, würde sagen, was habe ich da für Verbindlichkeiten drin? Woher kommen die? Wie langfristig sind die? Wie ist meine Duration? Wie sind die Cashflows? Und dann vor dem Hintergrund der schon eingegangenen Schulden sozusagen beurteilen, kann ich mir neue leisten? Wann baue ich die ab? Wie mache ich das? Das sind eigentlich ganz normale Sichten für eine Unternehmenssteuerung. Das ist aber im technischen Bereich jetzt, sagen wir mal, noch nicht so etabliert, dass man einfach laufend ständig einen Überblick darüber hat, wo liegen meine Schulden, wie teuer sind die, woher kommen die und wie werde ich die wieder los? Weil die Entscheidung, ob ich neue eingehe, also ich bin auch Softwareentwickler, also aus Entwicklersicht möchtest du nie technische Schulden haben, du möchtest immer die optimale Lösung haben. Und sozusagen die einzugehen, kann aber eine gute Entscheidung sein, aber eben vor dem Hintergrund dieser Bilanz und nicht nur meiner Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist mein 5 Cents dazu. Ja, mich würde mal interessieren, wo Sie als IT-Architekt in Ihrer Unternehmung aufgehangen sind, also sozusagen aus Organigrammsicht. Und sind Sie da allein oder haben Sie da eine Abteilung oder wie sind Sie da aufgestellt? Also Telefonica hat eine eigene Abteilung. Wir sind ein bisschen unterteilt in Solution-Architekten und Enterprise-Architekten. Die Enterprise-Architekten arbeiten an Konzepten und an Zukunftsvisionen, die die Firma hat für neue Produkte oder auch für neue Technologien. Und die Solution-Architektur-Abteilung arbeitet in der Lösungsfindung zusammen mit dem Produkt und dem Projektmanagement. Was aber ist, und das ist bei der Architektur so, die Architekturabteilung wird sehr viel vom Management genutzt, einmal auf der Produktseite, um zu verstehen, was ist denn möglich mit den derzeit gegebenen Technologien und was ist vielleicht in der Zukunft möglich, und auch sehr viel in Kommunikation mit der IT-Management-Ebene, um eben genau die Kosten Situationen zu beleuchten, um Aufwandstreiber abzuschätzen, um technische Schulden eventuell frühzeitig zu identifizieren. Das heißt also, wir sind da sehr gut aufgestellt, was das betrifft. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, und zwar gerade in der Kommunikation würde mich noch interessieren, ob ihr da also eher immer mit den einzelnen Personen oder Teams alleine sprecht oder ob es vielleicht besser ist, die immer gemeinsam an den Tisch zu holen, also was sich da so ein bisschen bewährt hat von der Vorgehensweise. Magst du, soll ich? Gerne was zu sagen, ja. Kannst du gerne ergänzen. Das ist ein ganz spannendes Thema, also da bin ich auch tatsächlich am Experimentieren, was da am besten funktioniert. Da muss man immer sich bewusst sein, wie sind denn die verschiedenen Hierarchien, möchte ich erst mit der Analyse, erst mit der Entwicklung sprechen, möchte ich vielleicht erst mit dem Fachbereich sprechen, wie kann ich mit dem überhaupt sprechen, muss ich mich da erst mit dem Projekt abstimmen, damit ich da auch eine gemeinsame Kommunikationslinie finde, und da scheint so einen Prozess zu geben, also manchmal muss man Dinge im kleinen Kreis besprechen, um eine Entscheidung zu treffen, dann muss man die manchmal verkaufen in Richtung der anderen Abteilungen, anderen Anwendungen, steht man auch vor der Herausforderung zu sagen, okay, Die Applikation weiß ja vielleicht, was quasi in der lokalen Optimierung ihre optimale Stellung wäre, aber wenn ich jetzt quasi eine Gesamtsicht reinlege, muss ich denen natürlich erklären, warum ist das gut, wenn sie sich jetzt aus ihrer Komfortzone ein bisschen rausbewegen, damit das insgesamt wieder ein Alignment bringt. Und also
kann ich noch keine abschließenden Herangehensweisen nennen, sondern da bin ich wirklich am Experimentieren, was am besten funktioniert. Ja, also ich mache es schon bewusst, also ich steuere es schon bewusst, wenn je nachdem, was es für ein Thema ist, dass man als allererstes mal einen Kickoff macht und mit allen erstmal drüber spricht und dann findet man relativ schnell heraus, wer ist gedanklich denn schon so weit und kann das und wer braucht Hilfe. Und für die Applikationen, die Hilfe benötigen, mache ich dann auch Einzelsessions und dann gucken wir auch nochmal genau rein, was bedeutet das für die Applikation, was muss sich ändern. Und dann kann das auch schon bis zu 2-3 iterative Sessions bedeuten, bis man dann auf einem Konsens ist. Und dann bringt man dann nochmal alle Leute zusammen und dann merkt man auch relativ gut, dass es dann funktioniert und harmoniert. Ja. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, vielen Dank an euch und eure Erfahrung. Genau, ein kleiner Applaus.